Hallo und herzlich willkommen bei Kinderspiele Stars. Ja, genau. Heute wieder mit Marc, meiner Wenigkeit, und meiner Tochter Jemmy ist gerade 10 Jahre alt geworden. Wie alt seid ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Und wir spielen heute Frontier Heroes. Keine Sorge vor dem Englischen. Die App ist voll cool. Und zwar kann man da verschiedene Minispiele spielen und das werden wir jetzt machen. Wenn wir gut sind, kommen immer neue Minispiele. Wenn wir schlecht sind, ja, dann sind wir halt schlecht. Im ersten Spiel geht es darum, möglichst weit mit dem Bogen zu schießen, beziehungsweise auch die Ziele zu treffen. Wir spielen einen Indianer. Ja, warum spielen wir denn eigentlich einen Indianer? Die ganze App geht darum, die amerikanische Geschichte kennenzulernen. Was in Amerika so in der Vergangenheit los war, unter anderem natürlich auch mit Indianern. Und ich versuche hier gerade mit dem Bogen den Kürbis zu treffen und es will mir nicht gelingen. Ach. Moment, zum Glück gibt es diese Punkte, die mir ungefähr zeigen, wohin ich schieße. So, das erste Ziel ist getroffen, immerhin. Ja. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das Ziel aber auch richtig treffen. In der Mitte möchte ich. Der Kürbis ist getroffen. Und ganz oben ist auch noch eins. Moment, ich nehme an, so. Auch getroffen, sogar in die Mitte. So schlecht bin ich gar nicht, wenn man einmal warm geschossen ist. Ja, hier könnte ich nochmal ins Rote treffen, das wäre schön. Ein bisschen höher zielen als eben. Was meint ihr, treffe ich? Ja, bestimmt. Das war zu hoch. Okay, nochmal. Das war auch noch zu hoch. Hm. Tiefer. Oh. Und genau in die Mitte. Ja. Schön gemacht. Ja, dann sind wir ja weiter. Beziehungsweise die ersten Spiele, wie ihr schon seht, habe ich schon freigespielt. In diesem Minispiel geht es darum, den Maiskolben ganz schnell die Körner abzumachen. Schaut okay. Mal, der Maiskolben, der ist nicht gelb, so wie wir den immer essen, sondern der ist rot und blau. Was meinst du? Gibt es denn wirklich rote und blaue Maiskörner? Ich glaube nicht, aber vielleicht. Doch, der ist Wildmais, ist das, glaube ich, heißt das. Auf jeden Fall gibt es das wirklich. Man denkt erst, nee, was soll das denn? Der Mais ist doch gelb. Aber es gibt auch den, der wird bei uns eigentlich nur ganz selten verkauft. So, und da haben die Indianer früher hier Maisteig rausgemacht, Maisbrot. Und da musste man eben die Dinger hier abmachen. Wir müssen die Dinger, die Körner, ganz schnell hier abmachen und zermahlen. Und insgesamt brauchen wir, glaube ich, 10 Maiskolben. Oh. Das schaffen wir aber nicht. So. Schneller. Rühren. Zeit vorbei. Ah, die machen da so, sieht aus wie Frikadellen. Okay, das war das zweite Indianerspiel. Kommt das dritte. Moment mal, das habe ich noch nicht gespielt. Genau, die Frau erzählt gerade, dass die Indianer früher kein Feuerzeug hatten und so Feuer machen mussten. Da hat man so einen Bogen um den Holzstab gespannt und dann ganz schnell hin und her. Dann wird das heiß unten und dann fängt das Feuer an zu brennen. Und dann zeigen sie uns hier die Rauchsignale, mit denen man früher sich verständigt hat, wo es noch kein Telefon gab. Das ist alles ziemlich cool. Leider auf Englisch, macht aber nichts, wie ihr seht. Die Spiele machen auch trotzdem Spaß. Ja, genau. So. Und wir haben die nächste Welt freigespielt. Aber Moment mal, wir waren mit der ersten noch gar nicht so richtig fertig. Hier gab es noch zwei coole Spiele. Vor allem das eine hier mag ich gerne. Das ist das Trommelspiel. Wir spielen jetzt das Indianer-Trommelspiel. Mal gucken, ob ich das gut hinbekomme. Das macht eigentlich wirklich Spaß. Okay. Los geht's. Die Musik hört sich nur gut an. Wenn ich den Rhythmus einhalte. Oh, geht das schnell. Ob du das schaffst? Bis jetzt habe ich alle getroffen. Dann schaffst du das auch bestimmt. Du könntest ja auch gleich mal probieren. Ja. Aber das ist ein bisschen unfair, weil ich habe das hier schon mal geübt. Hast du das auch schon mal geübt? Ich glaube, du hast das aber auch schon irgendwann mal geübt. Ja, ich glaube schon. Oh, ich laber zu viel. Ich bin aus dem Takt gekommen, schade. Wir beschwören hier gerade den Feuergeist, glaube ich. Der ist verschwunden, nachdem ich zweimal daneben geschlagen habe. Mhm. Schade, eigentlich wollte ich das hier perfekt durchspielen. Schauen wir mal in das nächste Spiel. Hier müssen wir mit dem Tomahawk
genau ins Rote zielen. Aha. Da fliegt immer der Punkt vorbei und dann muss man genau drücken, wenn er in der Mitte ist. Sieht leicht aus, ist es nicht. Weil man nie weiß, wann er diese Kurve macht. So. Ah, den habe ich nicht genau getroffen. Ups. Er hat ja wenigstens ein bisschen kaputt. Oh, den habe ich komplett versemmelt. Komm, das machen wir nochmal. Das geht auch besser. Ja. Los. Hopp. Du sagst immer, wenn ich drücken soll. Zu spät. Ja, siehst du, wie schnell das ist. Hopp. Und los. Und. Hopp. Och komm, der war ganz nah dran. Ja, ja, ja. Machen wir mal weiter. So. Jetzt sind wir hier in der Welt. Da haben wir jetzt noch nichts freigespielt. Das heißt, entweder wir schaffen es oder eben nicht. Mal schauen. Hier. Ach, das ist lustig. Ben Franklin. Wir müssen den Drachen steigen lassen und versuchen, da ist ein Schlüssel dran, ins Gewitter mit dem Drachen zu halten. Der entdeckt hier gerade die Elektrizität. Okay. Wir müssen ganz viele Blitze einfangen. Das ist schwierig, weil man nie weiß, welche Wolke. Oh, da ist er vom Blitz getroffen worden. Normalerweise will man das ja vermeiden, aber der will das absichtlich machen. Okay. Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Das Wenn ihr nicht gefährlich. Ben Franklin heißt, geht das echt nach hinten los. Nur 3 Blitze habe ich eingefangen. Das ist natürlich wenig. Ja. Darf ich noch mal? Ja. Ich mach noch mal. Also wenn man auf den ersten Platz will, muss man glaube ich 10 Blitze. Und 5 wäre schon mal der zweite Platz. Okay, einen haben wir. Oh, das ist schwierig. Das sieht bestimmt so leicht aus. Aber das ist total schwer, den Drachen zu steuern. Der fliegt, ja, wie er will. Ich kann ihn nur ganz indirekt beeinflussen, wie der fliegt. Indem ich so ein bisschen hin und her streiche, dann simuliert das den Wind. So, noch ein Blitz. Ja. Wie viel haben wir denn? 5. Zählt ihr mit 6? Wir sind bei 6. 7. Und jetzt? Oh, fehlen noch. Oben seht ihr die Zeit, die abläuft. 8. Nochmal, komm. Komm, nochmal. Wir schaffen die 10. Kommt schon, noch ein Blitz. Wo bleibt ein Blitz? Ja, ich kann nichts machen, wenn kein Blitz kommt. 8 Stück haben wir geschafft. Das gibt 2 Sterne nur. Bin ich aber jetzt zufrieden. Ja. Schauen wir mal weiter, was wir hier haben. Was ist denn das? Ach, da kommen hier. Wir müssen Korn anpflanzen. Okay. Wie geht das? Erstmal mit der Schaufel. So. Dann ein Samenkorn rein. Das ist doch bestimmt wieder hier so ein Maiskorn. Und dann Wasser drauf. Und dann kommt auch schon das Pflänzchen. Das sieht doch ganz einfach aus. Irgendwas Gemeines wartet bestimmt jetzt auf uns. Gleich kommen die Krähe. Ich habe schon irgendwas gehört. Was ist denn hier los? Okay. Noch schnell. Oder wir sind zu langsam mit dem Gießen. Schnell nochmal nachgießen. Ich weiß gar nicht. Da! Sag ich doch, da kommen hier Biber oder sowas. Biber? Was ist denn da jetzt ein. Ja, schnell das Wasser. Da kommt ein böser Rabe. Weg da, weg da. Weg. Noch ein Biber. Du musst aufpassen, ich sehe den nicht so schnell. Der Biber. So. Okay, warte mal. Was haben wir jetzt? Okay, hier noch ein Rabe. Mist. Soll ich noch weiter gießen? Ich glaube schon, ja. Okay. Oh, weg schon da. Schon wieder einer. Rabe, Mist. Ach, der braucht hier Wasser. Wenn das grün wird, heißt das, die Pflanze verdurstet. Gut. Aber das sieht ganz gut aus. Ja. Ich finde das auch nicht besonders schwer, bin ehrlich. Das dürfte uns gelingen hier. Ja. Jetzt gleich kommt eine ganze Biberplage. Oh. Pass auf. Schnell. Weg da, weg da. Weg, das sind weg. Unsere. Wir wollen diesen komischen Mais essen. Irgendwie würde ich ihn gerne mal ausprobieren. Ja, ich will auch mal rot-blauen Mais essen. Fragt mal eure Eltern, ob sie euch das kaufen können. Vielleicht gibt es das in irgendeinem Spezialsupermarkt. Ja, bestimmt. Dann könnt ihr euch. Oh, jetzt siehst du. Hey. Jetzt haben schon 2 unser Mais geklaut, habe ich den Eindruck. Oder mindestens einer. Außerdem verdursten unsere Pflanzen. Ja, jetzt wird das Spieltempo hoch. Weg da, habe ich gesagt. Weg. Hopp, hopp. Haut ihr. Da kommt. Also, habt ihr das gesehen? Könnt ihr mal brüllen, dass sie hier wegfliegen? Oh, Mann. Brüllt doch alle mal. Der klaut schon wieder. Geh weg. Oh, was ist hier los? Mann. Wie viel haben wir denn? Aber wir haben 10. Es gibt nur 2. Ja, wie viel hätten wir denn haben müssen? Ich glaube 20 oder was? So, machen wir das nächste Spiel.
Wir müssen alle Spiele spielen, damit es weitergeht. Okay, wir müssen verschiedene Sachen bauen. Okay, ich muss hier das Holz fällen. Und dann irgendwie auf das ziehen. Aha. Also wir fällen das Holz, einfach nur drauf tappen. Und dann ziehen wir das hier auf die Bauplätze. Und dann bauen sich hier so... So Häuser oder sowas. Genau, Hüttenhäuser auf. Okay, und das muss man eben auch wieder mit Tempo machen. Ganz schnell. Jedes Haus braucht unterschiedlich viel Holz. So. Und wetten, irgendwas Gemeines passiert noch gleich, wenn ich das Spiel durchschaue. Was weiß ich. Keine Ahnung. Ja, zum Beispiel. Moment mal, habe ich mich verdrückt? Irgendwas stimmt hier nicht. Mal das Holz runternehmen. Ach, der braucht Stein. Seht ihr, ich habe nicht aufgepasst. Wir haben genug Holz. Ich muss Stein holen. Oh. Ganz schnell auf Stein kloppen. Oh, das war eine Steinhütte. Da habe ich umsonst Holz gefällt. Hier auch bestimmt. Ganz schnell. Ein Holz braucht er und ein Stein. Ja. Oh, da haben wir nicht drauf geachtet. Hier auch noch. Hier schnell das Holz ab. Zack. Die Zeit läuft. Seht ihr den roten Balken? Oh, nicht mehr viel Zeit. Oh, drei Hütten. Auf einmal. Oh. Ich hoffe nur Holz. Ich sehe nämlich gerade gar keinen Stein. Siehst du Stein? Nein, ich gerade nicht. Kein Stein in Sicht, dann dürfte ja... Nichts schief gehen. Fragst du, die Zeit ist fast weg. Ja. Schneller, die Zeit ist gleich weg. Ja, ich mache ja schon. Mein Finger ist schon ganz rund vom Kloppen her. Eins haben wir noch geschafft. Oh, noch Stein. Hauptsache, wir kommen in die nächste Welt. Ey, die verschwinden, die Holzteile. Wo sind die denn hin überhaupt? Hä, komisch. Hoffentlich reicht das. Oh, nur 9 Hütten. Eine hätte ich gerne noch gemacht, dann hätten wir 10 voll. Okay, 3 Sterne. Hoffentlich reicht das, damit wir weiterkommen. Ja. Hier haben wir noch ein Spiel mit dem Boot. Oi, Captain, guide the pilgrim ship, the Mayflower, safely to shore. Okay. Einfach nur das Schiff steuern, Dinge einsammeln und natürlich Hindernissen ausweichen. Das sieht doch ganz cool aus. Ich kann ja hier schön das Segelboot steuern. So, was ist das? Soll ich das einsammeln, eine Tonne? Ja. Ja. Da darf man drüber fahren. Und das noch eine. Übrigens, die App ist, glaube ich, kostenfrei. Da könnt ihr mal gucken. Die gibt es im Google Play App Store für Android-Geräte und beim Apple App Store für iPad und iPhone. Und so viel ich weiß, alles kostenlos. Schaut mal in die Videobeschreibung. Da verlinke ich euch die Apps, wenn es die noch gibt. Und wo wir gerade von reden, Videobeschreibung. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt und unseren Kanal abonniert. Wir sind ein ganz neuer Kanal mit noch gar keinen Abonnenten. Und deswegen wäre es toll, wenn ihr zu den ersten Abonnenten gehören würdet. Da freuen wir uns noch ganz besonders. Wenn man erstmal tausende von Abonnenten hat, dann freut man sich zwar auch noch, aber dann nimmt man das gar nicht mehr so wahr, ob einer mehr oder wenig. Aber hier feiern wir wirklich jeden einzelnen von euch, die dazukommen. Ja, auf jeden Fall. Und vergesst nicht, die Glocke anzumachen, wenn ihr abonniert. Daneben erscheint eine kleine Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video von uns hochgeladen ist. Und jetzt fahre ich aber ganz, ganz schlecht. Das liegt daran, dass immer mehr Wind aufkommt und das Schiff immer schneller fährt. Oh, und das ist nur ein Segelboot, das kann man gar nicht so schnell steuern. Das ist nicht sehr realistisch, aber macht ein bisschen Spaß natürlich. Ja, ein bisschen. Ui, nicht schon wieder, aber wir sind angekommen. Wir sind halbwegs angekommen. Frage ist, was sagen die Punkte dazu? 9.950, reicht das? Oh, noch nicht mal ein Kreuz, ein Stern. Nicht. Mal gucken, ob wir weiterspielen dürfen. Wir dürfen trotzdem. Dürfen trotzdem? Okay. Was müssen wir hier? Ach nein, wisst ihr, was das ist? Wir müssen uns merken, was sich bewegt und dann nachmachen. Also, habt ihr es gesehen? Ich schon. Das Eisen ist ins Wasser gefallen. Das ist das Erste. Das nennt sich Simon Says, das Spiel. Genau. Eins. War zweimal das Wasser, ne? Ja, zweimal. Du musst das hier mitmerken jetzt, ja? Okay. Also es ist immer dasselbe. Zweimal Wasser, einmal Hammer. Zweimal Wasser, einmal Hammer. Was passiert jetzt? Und nochmal Wasser. Also. Ja. Hammer und nochmal Wasser. Jetzt? Es wird immer mehr.
Und zweimal, also zweimal Wasser, einmal Hammer, zweimal Wasser. Dann nochmal zweimal Wasser. Nee. Dreimal Wasser. Dreimal. Ja, jetzt ist neu dazugekommen. Eins, zwei, drei. Und jetzt kommt wieder neu. Eins, zwei. Hammer. Eins, zwei, drei, vier. Ui. Zum Glück immer dasselbe. Das kann ich mir leichter merken. Ja. Viermal den Wassereimer. Was passiert jetzt? Nach viermal Wasser kommt nochmal der Hammer. Na, kommt ihr noch mit? Also, viermal den Wassereimer, einmal den Hammer. Wir sind gut, wir haben schon achtmal geschafft. Viermal der Wasserheimer, dann einmal der Hammer. Und was war danach? Ich hab's nicht gesehen. Da fünfmal war im Wasser, habe ich gesehen. Eins, zwei, eins, eins, zwei, drei, vier. Hammer und nochmal Hammer oder Wasser? Hammer. Und jetzt das nichts war mehr. Falsch. Oh, was habt ihr jetzt gesehen? Schreibt mal in die Kommentare, was habe ich falsch gemacht. Ich glaube, einmal Wassereimer war da noch. So, weiter geht's. Was haben wir noch? Okay. Also, wir sind ja in der amerikanischen Geschichte. Und im Laufe der amerikanischen Geschichte kam es zu, einem Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und England. Und dieser Mann hier sagt den Leuten Bescheid, dass die Engländer kommen. Und er muss hier diese Glocken läuten. In der Nacht kommen die. Und wir dürfen nicht die Glocken verpassen, aber auch nicht die Hindernisse berühren. Dann ist das Spiel sofort aus. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Glocken wir brauchen. Das ist, aber auf jeden Fall jede. Das sieht wieder so leicht aus. Das ist es nicht, das verspreche ich euch. Oh, besonders sowas nicht. Ui. Oh. Okay, wie viel habe ich? Nur 6? Naja, 2 Sterne. Wie gesagt, ladet euch mal das Spiel selber runter, damit ihr wisst, wie schwer das eigentlich ist. Was haben wir hier? Get the militia moving with a marching song. Wir müssen... Ah, wieder so ein Rhythmus spielen. Die mag ich eigentlich. Mal gucken, ob wir hier die Marschmusik richtig... Ach so. Oh, ich muss mit beiden Händen spielen. Ui. War ich jetzt gar nicht drauf eingestellt. Ich auch nicht. Solange die Musik sich richtig anhört... Das war nix. Ui. Das ist bestimmt schwierig. Oh, ich muss mich konzentrieren, ich kann gar nicht reden. Ui. Ich muss noch viel drücken. Aber die Musik hört sich gut an. Das heißt, ich treffe sie jetzt zumindest. Oh, wie lange geht das Lied noch? Ich weiß nicht. Meine Konzentration schwindet. Das macht richtig Spaß. Ich mag diese Spiele. Ja. Cool. Geschafft. So. Ja, was haben wir noch? Noch ein viertes Spiel bei der amerikanischen Revolution. Auch interessant. Die mussten ganz viele Teekisten über Bord schmeißen. So, ich könnte euch das jetzt alles hier erklären. Aber das werdet ihr vielleicht später mal in der Schule haben. Obwohl in deutschen Schulen wird das wenig unterrichtet. Wir haben es in der Schule gehabt. Das ist ziemlich interessant, was so in Amerika früher abgegangen ist. Okay, ich muss mich konzentrieren. Ich schmeiß mal... Ach, ich muss die nicht einfach nur ins Wasser schmeißen, ist ja klar. Sondern ich muss die hinten auf die Soldaten schubsen. Ja. Die da im Bötchen vorbeifahren, glaube ich. Aber sehr schwierig. Das wir haben nur 17 Kisten. Das war jetzt nicht so gut, oder? Oh, immerhin 2. 2 von 3. Sagen wir nicht nein. Damit haben wir diese Welt fertig, glaube ich. Ja. Ja, haben wir. Dann kommt hier... Oh, Moment. Wir sind im Jahre 1800 bis 1848. Und das sieht mir hier nach einem Trapper aus, nach einem Fallensteller. Das gehört auch zur amerikanischen Geschichte. Wunderbar. Hier sehe ich doch schon wieder eine Trommel, oder was ist das? Oh nein, eine Säge. Wir müssen diesen riesigen Ast sägen zu zweit, indem wir auch immer genau drücken, wenn der Pfeil hinten ist. Zack, zack. Am besten ganz hinten, wo es farbig ist. Hell markiert. Ja. Aber niemals in der Mitte, dann hören die nämlich auf zu sägen. Das ist ganz schwierig fürs Auge zu gucken, wie man hier so schnell... Und die Schrift ist noch davor, ich sehe nichts mehr.
Und da habe ich daneben gedrückt. Das war aber unfair, weil da die Schrift war. Ja, das war unfair. Ladet euch die App runter. Probiert es aus, bevor ihr über mich lacht. Macht es mal bitte nach. Das und ist berichtet schwierig. Uns davon. So. Und. Ach, oh, noch ein! Am besten ist ganz hinten, dann wird es ganz schnell. Ich werde jetzt mal nichts sagen. Ich werde mich jetzt mal konzentrieren. Boah, was haben wir denn da oben? 10, ist das gut? Ja. 10 Holzstämme, Scheiben haben wir gemacht. Das sind 3 Sterne. Ja, ich fand mich auch okay. Ui, immerhin. Cool. Geht natürlich alles noch besser. Weiter geht's. Was haben wir noch? Hier ist was mit den Bären. Ui. Ein Bärenkampf. Ja, in der Wildnis trifft man auf einen Bär. Was muss ich machen? Ach, ich muss schon wieder die richtige Seite drücken. Oh. Oh nein, das war die falsche Seite. Dann kratzt der Bär mich. Nein! Oh. Das war ja nichts. Darf ich nochmal? Ja. Also, immer die Seite, die gelb ist, drücken. Alles hier kommt, ich rede jetzt mal gar nicht. Ich baue nur Mist, wenn ich rede. Ich glaube, du schaffst es. Geschafft! Ja! Man muss sich konzentrieren, das ist ein tolles Konzentrationsspiel. So. Super. Beeilt euch mit dem Download für iPad und iPhone, falls ihr sowas habt, weil Apple ändert gerade etwas, dass die alten Apps demnächst verschwinden. Ich erzähle hier keine Märchen. Alle Apps, die längere Zeit nicht aktualisiert worden sind von den Herstellern, von den Entwicklern, verschwinden aus dem App Store. Und ich befürchte, die App ist auch darunter. Hier, Gold. Goldgraben. Ja, das mache ich schon gerne. Mal gucken, was ja. Hier los ist. Der Mann ist aber so klein. Der Mann sieht lustig aus. Wir sind ganz unten. So, wie geht's hier weiter? Oh, das ist TNT. Das heißt Sprengstoff. Da wollen wir mal nicht drauf kloppen. Das sieht man aber immer erst spät. Hier ist Gold. Fette Beute. Boah, nochmal. Und Götter. Ich sehe das gar nicht. Mein Finger verdeckt diese Kisten. Das die eine geht los. Hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Da muss man Abstand halten. Und weiter. So. Vorsicht. Ui. Aber hier darf ich doch, oder? Oh, oh. Ich dachte, der fällt jetzt runter. Die eine habe ich berührt, ich knall. Oh. Man kann die natürlich auch absichtlich pieken, wenn man Lust hat. Ja. Weiter. So. Nach diesem Spiel würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Pause. Die restlichen Spiele von der App zeigen wir dann in der nächsten Folge. Ja, genau. Aber jetzt sind wir noch hier im Rennen. Ja. Oh oh. Oh oh. Oh, oh nein. Ja, das war jetzt doof. Oh. Okay, wir haben 13 Unzen Gold. Das gibt immerhin auch 2 Sterne. Wow. Ja, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, denkt dran, Däumchen hoch, Kanal abonnieren. Und ansonsten blende ich euch hier noch ein anderes Video rein. Ja. Schaut mal drauf. Tschüss.